Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute, weil ich mir letztes Wochenende die Bänder gerissen habe, kein Vlog, sondern ein Q&A. Ich habe euch beim letzten Video gebeten, Fragen drunter zu schreiben. Und die werde ich jetzt durchstöbern und mir ein paar Fragen raussuchen. Hier sind die Fragen. Und ja, ich fange mal von unten an. Und die erste Frage ist vom Jason Israel. Und zwar, Marc, was findest du besser, Streetfahren oder Skatehalle? Das ist jetzt eigentlich nicht ganz richtig gestellt, sondern müsste heißen Park oder Street. Weil es gibt ja auch Skatehallen mit so Parkrampen oder mit Streetplaza, so wie im Bragfriedhof. Und ich muss sagen, ich fahre persönlich lieber Street. Es gibt ja auch. Also ich fahre ab und zu auch Park, aber Street finde ich halt für mich angenehmer. Oder es macht mir halt persönlich mehr Spaß, als irgendeine Rampe rauszufliegen und ein paar Tricks rauszuhauen. Und ja. Dann war eine Frage vom Florian Kratzwald, und zwar, wo genau ich mir die Bänder gerissen habe. Das war bei dem letzten Backflip im letzten Video, wo ich mit der GoPro gefilmt habe. Da bin ich vom Pedal abgerutscht und dann unter das Fahrrad mit dem Fuß, und dann ist es halt so zur Seite weggeknickt und hat mir die Bänder abgerissen. Dann die nächste Frage ist von Voll der Typ, und zwar, welche ist deiner Meinung nach die beste BMX-Marke? Und ich muss sagen, ich habe persönlich nicht unbedingt eine Lieblingsmarke. Ich finde We The People macht gute Teile, also stabile Sachen. Odyssey und Sunday finde ich richtig nice, also ich fahre persönlich viele Teile von Odyssey, und Sunday fahre ich, glaube ich, nur Reifen, aber finde ich auf jeden Fall eine super Marke. Und ja, ich bin früher Sabrosa gefahren, das fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Dann von Fritz Rides BMX kam die Frage, mit was ich filme. Im Moment filme ich mit meinem iPhone SE, und ich habe auch, ich kann euch mal kurz meine Kamerasachen zeigen. Also wie gesagt, filme ich gerade mit meinem iPhone SE. Die meisten Vlogs habe ich mit der Lumix-Kamera hier gemacht. Bei der ist jetzt der Mikrofonstecker kaputt, deswegen kann ich die, also ich kann die schon noch benutzen, aber da ist halt die Audioqualität dann nicht mehr so gut. Dann habe ich so eine Kamera, so eine Fake GoPro geschenkt bekommen. Die ist eigentlich auch ganz cool. Und dann habe ich noch eine GoPro Session. Die benutze ich mit meinem iPhone am öftesten, weil die halt sehr klein und handlich ist, und die finde ich eigentlich echt cool. Dann gucken wir mal nach der nächsten Frage. Vom OG ModiZ. Hat dich schon mal jemand nach einem Bild gefragt und hast Bock, mich zu grüßen? Also ich grüße dich, Niklas. Und ja, ich wurde schon, glaube ich, zwei oder drei Mal nach einem Bild gefragt. Wenn ihr mich seht, könnt ihr es gerne machen. Ich fühle mich zwar ein bisschen komisch, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass ich eine Person bin, mit der man ein Bild braucht, aber ist auf jeden Fall eine coole Geste, wenn ihr das macht. Dann vom Niklas Wiedmann kam die Frage, hast du deine Fußstellung geändert? Ja, habe ich. Also ich stand früher links vorne, und jetzt stehe ich rechts vorne. Und wenn ja, sieht viel besser aus und dann sind Tricks leichter. Ja, deswegen habe ich meine Fußstellung geändert, weil ich bin goofy gefahren, das heißt mit dem falschen Fuß vorne. Und ich muss sagen, ist das halt jetzt echt angenehmer, 360 oder sowas zu machen. Grinden ist halt noch ein bisschen eklig, weil ich halt auf der falschen Seite jetzt quasi grinde. Aber das kommt mit der Zeit auf jeden Fall auch wieder. Und ja. Dann haben mehrere gefragt, wann ich mal wieder einen How-To mache. Ich habe vor, im Frühling wieder ein paar How-Tos zu machen, also zum Grinden und auch zu Basic-Sachen. Also zum Beispiel, wie man auf seinem Rad steht und sowas. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal drauf freuen, dass da im Frühling ein paar Videos dazu kommen. Dann hat Kostas Mafromatis hat gefragt, wie viel mein BMX gekostet hat. Mein
Custom Bike hat so um die 1600, 1700 gekostet. Aber das ist jetzt kein Wert für einen Einsteiger, also für einen Anfänger reichen locker 500 oder 600 Euro bei einem Komplettrad. Dann wurde ich am Wochenende bei diesem Geburtstagschamp vom Mika wurde ich gefragt, wie lange ich schon BMX fahre. Und jetzt im Frühling fahre ich ungefähr 5 Jahre. Ich habe immer mal wieder Pausen gemacht wegen Verletzungen oder weil ich wegen der Schule keine Zeit hatte, aber es müssten ungefähr 5 Jahre sein. So, das waren jetzt die ganzen Fragen auf YouTube. Ich habe aber auch auf Instagram ein paar Fragen bekommen. Da gucke ich jetzt auch nochmal kurz, sonst wird das Video ein bisschen zu kurz. Achso, und die Leute, die mich gefragt haben, ob ich mal bei denen in der Stadt in den Skatepark komme, ich muss schauen, also ich werde auf jeden Fall im Frühling wieder oder im Sommer wieder durch viele Städte fahren und auch viele Skateparks oder neue Skateparks besuchen. Also ihr könnt mich auf Instagram unter marklen_bmx abonnieren und ich tue dann immer in die Story reinposten, wo ich hinfahre oder wenn ich irgendwo hinfahre. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ich vielleicht bei euch in die Stadt komme, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und dann seht ihr in meiner Story, wenn ich irgendwo hinfahre. Aus Göppingen City kamen viele Fragen. Und zwar hat der Huddle mir ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat mir zu meinem Video ein paar Fragen gestellt. Und ich arbeite jetzt mal die Fragen ab. Als erste Frage kam, was mir an Skateparks oder Skatespots, also Streetspots, wichtig ist. Also wahrscheinlich was für Voraussetzungen. Ich finde so Curbs eigentlich ziemlich cool oder so Flatrails. Ist halt, wenn man streeten ist, eher selten, dass man da Gescheite findet. Aber das ist eigentlich immer relativ cool. Oder so Bankspots. Haben wir in Stuttgart auch ein paar. Aber da wird man sehr, sehr schnell gekickt meistens. Aber also so Banks und so Streetcurbs sind eigentlich ganz cool. Aber die kann man ja auch in so einem Streetblaser fahren. Da sind die ja meistens schon eingewachsen und da macht es dann halt auch mehr Spaß. Dann die nächste Frage war, worauf ich an meinem Fahrrad am meisten Wert lege. Und das ist eigentlich relativ schwer, weil ich eigentlich, also ich finde so ein klappriges Fahrrad oder so ein bisschen älteres, abgeranztes Fahrrad finde ich eigentlich fast cooler als eins, das niegelnagelneu aussieht und perfekt ist und so. Deswegen, keine Ahnung, dass halt Reifen und Griffe nicht komplett runter sind, sondern dass man da noch gut Grip hat, aber sonst ist mir eigentlich nicht so viel wichtig, außer dass der Coaster sich in beide Richtungen gut dreht. Also dann die nächste Frage war, welche Events wirst du 2018 vermutlich besuchen? Ich werde auf jeden Fall zum Skate Open in Göppingen gehen und zum Mendle-Turnier in Tuttlingen. Das sind immer so Events, die sind richtig cool. Vor allem, weil Huddle da auch als Kommentator dabei ist. Also der tut die Contests immer sprachlich unterlegen. Das ist immer ganz cool. Das Göppingen Skate Open ist am 7.7. Also wenn ihr aus der Nähe von Stuttgart kommt oder aus der Nähe von Göppingen, könnt ihr da auf jeden Fall schon mal einen Kalender, ein Kreuz reinmachen, dass ihr da hingeht. Also ich bin da auf jeden Fall auch vertreten, falls ihr mich sehen wollt. Und dann haben viele, die mit meinem Fahrrad fahren, sprechen mich darauf an, dass ich extrem wenig Luft fahre und dass es für die ungewohnt ist. Also ich finde es für mich extrem angenehm. Also ich finde viel Luft zum Beispiel nicht so cool. Aber ich fahre, mittlerweile fahre ich sogar ein bisschen mehr Druck wieder. Ich fahre hinten 2,5 Bar und vorne 2. Früher war es noch weniger, aber ich habe ein bisschen hochgeschraubt, weil ich auch ein bisschen höher hüpf oder höhere Drops mache. Deswegen, also ich fahre vorne 2 und hinten 2,5 Bar. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch die meisten Fragen gut beantworten konnte. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich antworte dann auch direkt. Schaut bei mir auf Instagram vorbei. Und dann hoffe ich, dass euch das Video trotz fehlender Bike-Clips gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Ciao.